Wenn man fragt, wo gibt es in Österreich menschenrechtliche Verpflichtungen, dann kommt man ja recht schnell drauf, dass es hauptsächlich das Staatsgrundgesetz aus 1867 ist, damals vom autoritär regierenden Kaiser Franz Josef. Dann gab es noch ein paar andere Hinzufügungen und dann in den 50er Jahren die Europäische Menschenrechtskonvention, die ja damals hauptsächlich deshalb in Verfassungsrang kam, weil man sich nicht einig war, wie so ein multilateraler Vertrag den Stufenbau der Rechtsordnung, wie das in Österreich genannt wird, also quasi zwischen Verordnung, Gesetz, Verfassungsgesetz und so weiter hineinpasst. Das heißt, in Österreich gibt es nur einen Bruchteil jener Menschenrechte, die international anerkannt sind. Und zweitens, die Menschenrechte, die es gibt, sind nicht von bottom-up sozusagen als Teil einer Revolution vom Volk durchgesetzt worden, sondern sind gnädigerweise vom Kaiser knapp 20 Jahre nach der Revolution grundgütig erlassen worden. Jetzt haben wir eben nur diesen einen Teil, der sehr stark sogenannte politische Rechte sind, wo so Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit, Recht auf Privatleben und eben unwürdige und erniedrigende Behandlung und so weiter geht. Aber wir haben keine Tradition in Österreich, soziale Rechte wie zum Beispiel das Recht auf Gesundheitsversorgung, das jetzt in der Pandemie so prominent geworden ist, oder das Recht auf Bildung und die Frage des Zugangs gerade auch zu höherer Bildung für armutsbetroffene Menschen. Das alles kennen wir nicht als Verfassungsrechte und daher kann es der österreichische Verfassungsgericht so in der Form auch nicht diskutieren.